Heute in dem Video schauen wir uns das neue OnePlus 12 an und das ist ein interessantes Smartphone, vor allem für 2024, weil wir hier alles Neueste an Hardware verbaut haben, was es denn aktuell so auf dem Markt gibt, mit einem kleinen Preis. Das bedeutet, ihr könnt das zum Beispiel aus Übersee beziehen. Erstmal Dankeschön an Trading Shenzhen, damit sie das Gerät zur Verfügung gestellt haben, dass ich das testen kann. Wir werden uns das im Detail anschauen, im Close-Up logischerweise. Einfach mal gucken, wie denn der Akku ist, wenn ich das zum Beispiel jetzt täglich benutze, auch mit dem Empfang zum Beispiel, weil es gibt ja aus Übersee meistens immer so Probleme mit den LTE-Bändern oder auch mit 5G zum Beispiel. Das werden wir einfach mal testen. Aktuell bei Trading Shenzhen gibt es das hier zu kaufen in dieser Variante mit 16 GB RAM. 512 GB Speicher liegen wir bei ca. 750 Euro. Es ist gerade reduziert, also guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Das ist nämlich ein richtig stabiler Preis für das Gerät. Und dementsprechend lassen wir das auch mal gegen das alte S20 von mir, das ich immer noch nutze. Ja, ich bin Samsung-Fanboy, gebe ich ehrlich zu. Und gegen den S22 Ultra antreten, machen mal so ein bisschen Kameravergleich und schauen einfach mal, wie sich das OnePlus 12 denn hier so schlägt. Ihr macht auf jeden Fall erstmal gerne den Daumen nach oben, packt es mir unten rein in die Kommentare, was für ein Smartphone ihr aktuell benutzt, beziehungsweise gerne auch folgen, damit der Kanal größer wird und ich mehr solche Produkte für euch testen kann. Was man von den meisten Herstellern kennt, ist ja auch hier bei OnePlus 12 eigentlich relativ unspektakulär alles gehalten. Wir haben hier logischerweise noch die Kooperation hier abgebildet hier unten. Hier oben haben wir noch einen Sticker, wo alles Mögliche draufsteht von der E-Mail-Nummer und hier hinten ist so gut wie gar nichts. Deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal das Zubehör an und dann gehen wir direkt rüber zum OnePlus 12. Wie wir es auch wieder gewohnt sind, haben wir hier jede Menge Papierkram dabei. Wir haben so eine SIM-Kartennadel, wir haben so einen Testlog von Trading Shenzhen. Da steht dann dabei, was getestet worden ist, dass es auch alles einwandfrei funktioniert und was für eine Version es denn ist. Ja, und das war es dann auch im Endeffekt. Wie gesagt, hier noch so ein bisschen so eine Anleitung. Dann haben wir hier noch so einen Sticker, was auch immer. Und wir haben hier so ein paar Aufkleber dabei. Möchte man die haben? Weiß ich nicht. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Für zum Aufladen vom Gerät haben wir hier so einen Adapterstecker dabei. Das ist schon mal richtig cool. Da muss man sich selbst keinen besorgen. Und damit kann man dann auch beziehungsweise sein Handy aufladen. Denn hier haben wir den 120 Watt Charger. Und der ist schon, ja, das merkt man schon, der wiegt schon ein bisschen was. Beziehungsweise, ja, ist auf jeden Fall massiv. Und wir haben noch unser sexy rotes Kabel hier, also USB auf Typ C zum Laden, das wir damit hier benutzen können. Und da sieht man schon, das ist schon massiv. Muss es aber auch sein, denn es muss ja ordentlich was durchladen können hier, ohne dass es gleich irgendwie überhitzt. Und das will ja keiner. Dazu gibt es noch diese schöne Hülle hier. Und eine Displayfolie ist auch schon drauf. Ihr seht, das Handy ist nicht gerade sauber. Das habe ich jetzt schon ein bisschen in Benutzung. Aber, wie gesagt, Displayfolie feiere ich immer gerne, wenn sie dabei ist. Und natürlich so eine Bumperhülle außenrum, also quasi, die da auch ein bisschen was abhält. Ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit der Rückseite. Hier sehen wir den schönen Effekt. Das sieht schon richtig nice aus bei dem Handy hier. Also da kann man definitiv sich nicht beschweren. Da unten haben wir den Lautsprecher Typ C und wir haben den SIM-Karten-Slot. Kameramäßig muss ich sagen, erinnert mich das ein bisschen an den Retro-Style, an so eine Oldschool-Kamera. Sieht auf jeden Fall trotzdem gut aus. Steht, wie gesagt, schon ziemlich ab hier hinten. Sollte man meiner Meinung nach definitiv eine Hülle verwenden. Wir haben ja auch einen Dual-LED-Blitz hier drin. Und ansonsten von der Seite her haben wir logischerweise hier laut, leiser ein Ausschalten. Auf der anderen Seite haben wir extra nochmal so einen Knopf, wo wir quasi schieben können. Das bedeutet dann zum Beispiel für ja, lautlos oder Vibration. Das ist auch schon mal richtig cool. Da muss man nicht jedes Mal in die Optionen rein. Ja, und generell ist es eigentlich unspektakulär gehalten. Sieht halt, wie gesagt, gut aus schon meiner Meinung nach. Wie gesagt, der Effekt hier hinten, der gefällt mir am besten. Displaymäßig seht ihr ja, also das ist schon hochauflösend. Sieht verdammt gut aus. Wir können es per Double-Click quasi ein- und ausschalten. Fingerabdrücke sind logischerweise on point. Auf der Rückseite muss ich sagen, geht's eigentlich. Also das sehen wir gar nichts von den Fingerabdrücken. Aber im Endeffekt nutzen wir ja eh die Hülle, beziehungsweise ich. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt einfach nochmal die Akkulaufzeit an vom Gerät und generell einfach die Performance und Bilder logischerweise und Videos. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch jetzt einfach mal das Interface hier komplett an. Und das sehen wir schon direkt. Wir haben den typischen Homescreen. Das ist alles so ein bisschen an Samsung angelehnt. Zwinker, zwinker. Also das kann man hier auf jeden Fall schon mal sehen, ja. Das geht auf jeden Fall alles sehr, sehr schnell hier, wie man sieht. Also der Snapdragon hier macht seine gute Arbeit. Unter Einstellungen haben wir auch logischerweise diverse Einstellungsmöglichkeiten. Vor allem der Akku ist halt wirklich sehr, sehr gut bei dem Gerät. Hält sehr lange, kann man zum Beispiel diverse Sachen noch einstellen. Intelligentes Schnellladen,
Ja, erweiterte Einstellungen hier zum Beispiel, Hochleistungsmodus und. Also wir haben so viele verschiedene Möglichkeiten hier. Ich kann gar nicht auf alle hier eingehen. Es ist wirklich viel zu viel, da wird das Video viel zu lange. Ansonsten haben wir zum Beispiel noch, was ich persönlich ein bisschen nervig finde hier, ich zeige es euch mal, wenn man zum Beispiel ein OTG-Gerät benutzt, hier eine Verbindung, die man quasi erst aktivieren muss sozusagen. Und dann schaltet sich automatisch nach 10 Minuten wieder aus. Also zum Beispiel ich persönlich nehme ja gerne über ein Lavaliermikrofon auf. Bei Samsung wird es automatisch erkannt. Hier muss ich das erst aktivieren. Das ist so ein kleiner Knackpunkt, wo mich persönlich ein bisschen stört. Aber ansonsten haben wir hier das neueste Betriebssystem installiert. Das konnte ich über den Oxygen-Updater konnte ich das machen. Wie gesagt, also der Snapdragon 3 hier, also hier ist alles wirklich dabei, was wir so brauchen. Wir haben 512 GB, also da ist mehr als genug Platz. Das Interface seht ihr ja, das sieht meiner Meinung nach hübsch aus. Wir haben unter Display haben wir zum Beispiel einen Dunkelmodus, können diverse Modis einstellen. Also wir können so viele verschiedene Sachen hier machen. Also das ist schon ziemlich krass, ja. Adaptiver Energiesparmodus und. Also hier ist wie gesagt für jeden was dabei. Ich würde sagen, wir testen jetzt einfach mal unter Geekbench, 3D Mark, PC Mark und auch bei Genji Impact zum Beispiel einfach mal die Akkulaufzeit, die Geschwindigkeiten und so weiter und so fort. Ja, gucken uns auch mal ein paar diverse Bilder an hier von meinen hübschen Füßen und so weiter und so fort. Also, oder auch generell hier Videos können wir uns mal angucken. Also, die Kamera hat auch diverse Möglichkeiten, sieht für mich sehr gut aus. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich Dann wieder. würde ich sagen, kommen wir jetzt einfach mal zu den technischen Daten. Beginnen einfach mal mit der Größe von dem Smartphone. Und zwar haben wir eine Höhe von 164,3 mm, eine Breite von 75,8 mm und eine Dicke von 9,15 mm und Gewicht von 220 Gramm. Das ist natürlich schon ordentlich schwer. Die Dicke ist natürlich auch schon ordentlich, aber das hat natürlich was damit zu tun, damit die Kamera auch so weit heraussteht. Dann kommen wir doch jetzt einfach mal zum Display. Hier haben wir eine Größe von 6,82 Zoll, eine Auflösung von 3168 mal 1440 Pixel, was Quad HD Plus entspricht mit 510 ppi. Also wir sehen absolut keine Pixel auf dem Display. Und wir haben eine normale Helligkeit, wenn wir sie manuell regeln, von 1600 und wir haben 4500 Nits in der Spitzenhelligkeit, was aber schon gemessen worden ist, was leider nicht erreicht wird. Wir haben eine Aktualisierungsrate von 1 bis 120, also dynamisch, um auch Akkulaufzeit zu sparen und dass wir trotzdem ein schönes, flüssiges Display haben, wenn wir es denn brauchen. Als Typ ist hier verbaut ein 120 Hz Pro XDR Display mit LTPO. Unterstützt wird 100% Display mit P3 und 10-Bit Farbtiefe. Das Schutzglas ist das Corning Gorilla Glass Victus 2. Bei der Leistung haben wir natürlich auch einiges zu bieten. Wir haben zwei verschiedene Betriebssysteme, da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Einmal die chinesische Version und einmal die für den EU-Raum, also quasi für Deutschland auch geeignet. Da habt ihr dann auch Deutsch dabei, ansonsten ist es nur Englisch oder Chinesisch. Da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Bei Trending Shenzhen könnt ihr das auch auswählen, da bekommt ihr das gratis dann draufgeflasht und seid dann auf jeden Fall gewappnet, dass wenn ihr das Handy bei euch habt, dass ihr dann auch keine Probleme habt mit dem Betriebssystem. Wir haben logischerweise den Snapdragon 8 Gen 3 hier verbaut, also maximale Performance. Wir haben logischerweise auch wieder verschiedene Speichervarianten mit 12 GB, 16 GB, 256, 512 und so weiter und so fort. Wir haben einen sehr großen Akku mit 5400 mAh, der bringt euch locker über den ganzen Tag, wenn nicht sogar 1,5 Tage, auch wenn ihr das Gerät intensiv benutzt. Und um das ganze Ding auch wieder extrem schnell voll zu bekommen, haben wir einmal 100 Watt für das normale Laden und einmal 50 Watt für das drahtlose Laden. Dann kommen wir jetzt aber mal zu den Kameras und das ist sehr interessant, denn hier haben wir einen 50,3 Megapixel-Sensor verbaut von Sony, den LYT808 mit einer 1,6er Blende, dazu ein Bildstabilisator in zwei Varianten, optisch und elektronisch. Und wir können Videos in 8K aufnehmen mit 24 Bildern pro Sekunde mit einer Auflösung von 33,2 Megapixel. Wir haben natürlich noch andere Kameras verbaut und zwar die Periscope-Telekamera mit 64,1 Megapixel mit dem Omnivision-Zoom im optischen Dreifach und sechsfach in Sensor-Zoom. Dazu eine 2,6er Blende. Ultra-Weitwinkel haben wir 48 Megapixel und eine 2,2er. Mit der Selfie-Cam haben wir immerhin noch eine Auflösung von 32 Megapixel, da können wir ordentliche Bilder mitmachen. Und wir können natürlich noch 4K-Videos aufnehmen mit 8,3 Megapixel und 30 Bildern. Bei der Konnektivität sieht es auch richtig gut aus. Wir haben alle möglichen Standards, die aktuell so verfügbar sind. Also da ist wirklich alles verbaut. Nur das eine Band, was fehlt, ist B32, also das bei Vodafone oder bei Telekom genutzt wird. Ist aber nicht weiter schlimm, ihr habt trotzdem einen super Empfang. Wir haben WLAN-neuesten Standard, wir haben Bluetooth-neuesten Standard, wir haben logischerweise NFC dabei und wir haben auch GPS. Bei den Sensoren sieht es genauso aus. Wir haben alles, was wir tatsächlich brauchen. Wir haben den Fingerabdrucksensor auf dem Display, funktioniert ohne Probleme. Wir haben Face Unlock.
Wir haben Gestenerkennung, wir haben Umgebungslichtsensor und so weiter und so fort. Also da ist wirklich auch alles dabei, was wir brauchen. Natürlich haben wir auch eSIM, genauso wie auch Dual-SIM. Das heißt, wir können hier auch zwei Karten reinmachen oder können tatsächlich auch eSIM benutzen. Aber bei der eSIM müsst ihr ein bisschen aufpassen. Im chinesischen Raum mit dem ColorOS funktioniert das nicht, mit dem OxygenOS funktioniert. Auch Typ C ist vorhanden in der Version 3.2 Gen 1, also mehr als ausreichend, um eure Bilder auf dem PC zu sichern, damit. Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zum interessanten Part, und zwar zu der Akkulaufzeit. Das OnePlus 12 hat ja einen ziemlich großen Akku und hat auch dementsprechend eine sehr hohe Laufzeit. Der PC-Markttest ist dafür am besten geeignet. Work 3.0 Battery Life Test lassen wir hier durchlaufen von 100% auf 20%. Und das ist schon richtig gut. Da können wir ungefähr sehen, wo wir dann tagsüber mit einer Screen-On-Zeit ungefähr hinkommen. Maximale Helligkeit ist hier gegeben. Flugmodus haben wir hier. Das bedeutet, automatische Helligkeit habe ich hier ausgeschaltet. Deswegen würde ich sagen, beginnen wir einfach den Test und let's go. Auch beim dritten Versuch hat es wieder nicht geklappt, leider Gottes. Aber was soll man sagen, wir können ja in die Akkueinstellung reingehen und können gucken, was wir da an Screen-On-Zeit haben. Diesmal war die automatische Displayhelligkeit eingeschaltet gewesen, WLAN war an und sogar noch beide SIM-Karten aktiviert. Und das bei nicht bestem Empfang, deswegen bin ich mal tatsächlich gespannt, was wir denn jetzt da rausbekommen. Und wir haben 14 Stunden und 39 Minuten. Das ist natürlich eine stabile Laufzeit, kann natürlich auch noch ausgebessert werden, indem man zum Beispiel einen super Empfang hat, WLAN ausschaltet, GPS ausschaltet und so weiter und so fort. Aber ich denke, 14 Stunden Screen-On-Zeit, also da muss man wirklich extrem viel das Handy benutzen, um da drauf hinzukommen. Wir testen die Single- und die Multicore-Performance in Geekbench 6, genauso wie auch mit der GPU. Ich habe den Test hier schon gestartet, ich bin mal gespannt, was tatsächlich rauskommt, ob er das S24 Ultra schlagen kann. So, der Geekbench-Test 6 ist jetzt durchgelaufen. Wir sehen 2186 Punkte und 6675 Punkte im Multicore. Das sind auf jeden Fall stabile Werte. Die habe ich aber tatsächlich nur erreicht, indem ich den Hochleistungsmodus hier eingeschaltet habe. Ansonsten hätten wir im Single-Core nur 1000 gehabt und knapp 5000 im Multicore, was ein bisschen komisch ist. Aber wenn ihr Performance-Probleme habt, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, was ihr machen müsst. Wir liegen übrigens knapp 200 Punkte im Single-Core hinter dem S24 Ultra und knapp 400-500 Punkte im Multicore-Test. Was noch relativ okay ist, das sind ja nur so statistische Werte im Endeffekt. Wie denn die Performance ist, kommt auch immer noch auf die Programme an, beziehungsweise auch auf die Spiele, was ihr dann zockt. Dann schauen wir uns jetzt nochmal den GPU-Test hier an. Der ist vor allem wichtig. Wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwelche Spiele wie Call of Duty, Genji Impact und so weiter zocken, um ungefähr zu sehen, wo wir uns hier einordnen. Deswegen würde ich auch hier sagen, let's go, starten wir das ganze Ding und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen. Auch der GPU-Test ist jetzt fertig und wir sehen 14.939 Punkte. Das ist auf jeden Fall auch stabile Werte. Wir liegen hier circa 200-250 Punkte hinter dem S24 Ultra. Was jetzt aber nicht wirklich tragisch ist, auch hier zum Beispiel, genauso wie beim Single- oder beim Multicore-Test. Auf jeden Fall werden hier alle Spiele drauf laufen ohne Probleme, da könnt ihr euch gewiss sein. Dann würde ich doch mal sagen, schauen wir uns Genji Impact an und gucken einfach mal, wie das läuft auf maximalen Details. Was hier auf jeden Fall gleich auffällt bei Genji Impact ist, dass die Grafik hier gefühlt besser aussieht als bei dem S24 Ultra. Das muss ich zugeben, also farbenmäßig gefällt mir das sehr, sehr gut. Wir haben auch tatsächlich die gelockten 60 FPS, keine 120 FPS wie bei einem 24 Ultra. Also wie man sieht, läuft hier absolut alles flüssig, ihr könnt zocken, was ihr wollt. Also hier gibt es keine Probleme, also in der nächsten Zeit solltet ihr mit dem Snapdragon 3 hier alle Spiele zocken können, auf die ihr Bock habt. Dann würde ich sagen, schauen wir uns den 3D-Mark-Test an, den Wildlife, danach den Extreme, um einfach mal die Temperatur zu testen, während wir längere Zeit gamen oder sonst irgendwas, wo wir denn ungefähr hier so eine Einordnung haben. Deswegen let's go, starten wir das ganze Ding einfach mal. Der Wildlife-Test ist jetzt fertig. Wir sehen, dass wir 1% Akku verloren haben. Temperatur ist um 1 Grad gestiegen, das ist aber gar nichts. Und die Bildwiederholrate, das ist das Interessante, was wir hier sehen, und zwar 70 FPS zu 131 FPS. Das bedeutet, wir hatten Minimum 70 FPS und das sind richtig gute Werte, weil wenn die FPS hier einbrechen, da könnt ihr euch gewiss sein, dass ihr in Spielen auch Lags bekommt und das will ja keiner haben. Deswegen schauen wir uns jetzt nochmal den Extreme-Test an, wie sich dann die FPS und auch die Temperaturen hier verhalten. Sodala, der Wildlife Extreme Stresstest hier, der läuft ca. 20 Minuten, belastet das Handy schon ziemlich. Das bedeutet, wir werden einfach mal sehen, wie denn die Temperaturen hier sind. Deswegen würde ich sagen, starten wir das Ding einmal und lassen das 20 Minuten jetzt hier durchlaufen und gucken dann einfach mal, wo sich das Handy ungefähr da noch mit den FPS, auch mit den Temperaturen oder auch akkumäßig hier einordnet. Ich bin tatsächlich mal gespannt, ob das OnePlus 12 hier besser als das S24 Ultra abschneidet, auch temperaturmäßig. Thank you.
So, Lala, der Wildlife Extreme Belastungstest ist jetzt durchgelaufen, hat seine 20 Minuten hinter sich und da muss ich sagen, da hat sich einiges getan, denn der beste Score war bei 4759 Punkte, der niedrigste Score bei 2738 und Stabilität immer noch bei 57,5%. Hier an dem Graphen sehen wir sehr schön, dass das moderne Smartphone einfach ein riesengroßes Problem hat. Temperatur kann nicht abgeführt werden, weil es halt einfach immer schneller wird. Wir sehen an den Punkten, da waren wir noch relativ gut dabei und dann ist es eingebrochen. Aber wenn wir uns jetzt mal die Leistung hier angucken, dann sehen wir, dass wir 12% an Akku verloren haben. Das ist relativ okay für 20 Minuten mit maximaler Displayhelligkeit. Wir sehen aber die Temperatur von 37 auf 46 Grad. Das ist schon einiges. Also es war unangenehm, das Handy anzufassen, das gebe ich zu. Aber es war jetzt auch nicht wirklich so, dass ich sagen muss, es wäre jetzt tragisch gewesen. Ja, das war ja ein Belastungstest. Bildwiederholrate sieht es anders da aus. 12 zu 34 FPS ist natürlich jetzt nicht wirklich prickelnd. Ja, 34 FPS gehen gerade noch so. Bei 12 FPS muss ich schon sagen, hat es angefangen zu ruckeln und war nicht mehr ganz so toll. Dann testen wir doch jetzt einfach mal die Lautstärke von dem Smartphone und machen das ganze Ding einfach mal komplett laut. Also es ist schon verdammt laut, das muss ich schon zugeben. Und der Klang ist verdammt gut. Und jetzt haben wir mal Stereo. Dann schauen wir uns doch jetzt einfach mal die Kamera hier an, denn es wird ein Hauptgrund sein, warum wahrscheinlich viele von euch da draußen nicht nur der Preis so ein Smartphone kaufen möchten, beziehungsweise auch das OnePlus 12 hier. Dementsprechend habe ich mir viel Zeit dafür genommen, verschiedene Aufnahmen zu machen, sei es jetzt bei Tag, bei Nacht, mit Zoom, ohne Zoom oder draußen einfach rausgeholt, drauf losgeknipst, genauso wie auch die Videos. Ich hoffe, euch gefällt es soweit, ja? Schreibt es mir rein in die Kommentare, was ihr davon haltet und dementsprechend würde ich sagen, let's go!
Dann würde ich sagen, testen wir doch einfach mal die Selfie-Kamera, wie denn so die Qualität ist. Ihr könnt es hier aktuell sehen. Die Beleuchtung hier von meinem Studio ist gerade an. Da hinten ist auch noch eine Lampe an, beziehungsweise zwei Monitore. Da muss ich sagen, geht es eigentlich relativ von der Qualität. Aber wenn wir jetzt tatsächlich hingehen und schalten das Licht hier aus, sinkt die Qualität logischerweise. Alexa, schalte PC aus. Okay. Und wie ihr seht, jetzt komplett im Dunkeln ist die Qualität, naja, nicht wirklich mehr so top, aber war nicht anders da zu erwarten. Wir schalten jetzt einfach mal das Licht ein vom Handy hier. Da ist es ein bisschen besser, würde ich fast behaupten. Aber naja, es ist noch relativ okay. Dann würde ich sagen, filmen wir doch jetzt einfach mal hier so im Dunkeln im Zimmer hier bei mir. Und da muss ich sagen, machen die zwei LED-Lichter ganze Arbeit. Also das sieht relativ gut aus. Das ist auch wirklich sauber hell, meiner Meinung nach. Und wenn wir jetzt mal das Licht ausschalten, werdet ihr gleich sehen, wie die Qualität sinkt, logischerweise. So, jetzt haben wir das Ganze aus. Jetzt kriegen wir natürlich Bildrauschen mit rein. Aber es geht noch dafür, dass wir im Hintergrund ein bisschen Licht haben. Aber es ist natürlich nicht das Beste. Und ja, für so ein paar Aufnahmen im dunklen Licht kann man es eigentlich verwenden. Wenn natürlich ein bisschen Licht vorhanden ist, geht es meiner Meinung nach wesentlich besser. Dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt einfach mal zu meinem Fazit von dem OnePlus 12. Und da kann man eigentlich gar nicht viel sagen, außer wenn ihr einen Flaggschiff-Killer haben wollt, dann kauft euch das OnePlus 12. Ansonsten müsst ihr Samsung und Co. kaufen, ja, was ihr wesentlich mehr bezahlen müsst, alleine schon wegen dem Markenname. Und da bin ich nicht bereit dafür. Deswegen 600-700 € für ein OnePlus 12 mit den Settings bzw. mit dem ganzen technischen Daten dabei ist wirklich ein Daumen hoch für mich. Ja, da ist wirklich, wie gesagt, alles dabei, was man haben möchte. Wir haben ein super Display, wir haben ein Jahr Garantie, wir haben den geringen Preis, habe ich ja schon gesagt. Wir haben Top-Kamera, Top-Akkulaufzeit, super Verarbeitungsqualität. Also mir gefällt es mega, das Aussehen hier hinten. Hülle dabei, 100 Watt Charger dabei. Also was will man eigentlich mehr? Ja. Also von daher, Leute, lasst mir gerne ein Like da für den Algorithmus. Schreibt es mir rein in die Kommentare, was ihr von so Import-Handys haltet. Beziehungsweise den Kanal nicht vergessen zu abonnieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst.